Tja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sapiens Multiplayer Wommel 300 Multiplayer Server. Tja, und Kompliment, also der Server ist wirklich toll. Das ist jetzt, glaube ich, die dritte oder vierte Folge. Bisher war ich mehr oder weniger alleine auf dem Server. Er steht in Finnland und ich gehe mal davon aus, wirklich toll ausgestattet. Also es sind, weiß ich nicht, 4.000, 5.000 Sapiens insgesamt am Tun. Und also entsprechend viele Spieler, irgendwo 50, 100 Spieler würde ich jetzt mal schätzen, so grob Pi mal Daumen. Also da ist einiges los auf dem Server. Kompliment, dass der so performant läuft. Also bisher hatte ich da keinerlei Probleme. Wir haben hier unseren kleinen Stamm. Wir haben schon hier unseren kleinen Obstgarten. Wir haben hier Raspberries, wir haben Gooseberries, wir haben Bananen. Hier oben haben wir Orangen. Hier hinten entsteht unser Wald, den wir anpflanzen. Und hier drüben werden wir einen kleinen Bambushain hinstellen. Hier ist wird unser Getreidefeld. Hier die Beetroots, die können wir wieder ernten und bei der Gelegenheit neu anbauen. 5 Stück. Machen wir das gleich. Man merkt, der Surfer läuft mit 50% Geschwindigkeit. 2, 3, 4, 5. So, mit 50% Geschwindigkeitssteigerung. Das heißt, das merkt man ganz deutlich, weil entsprechend viel, viel mehr passiert in derselben Zeit. Also es geht alles ein bisschen schneller. Ich konnte am ersten Tag, haben wir also hier schon eine tolle, diese Unterkunft aufgebaut. Und ich sehe gerade, wir haben keine Bananen mehr. Wir müssen also hier dringend mal schauen, haben wir hier noch Bananen? Ja. Das war der obligatorische Nieser. Ich weiß es nicht. Mittlerweile denke ich schon fast, das ist ein bisschen irgendwie Psychologie. Keine Ahnung. So zur Begrüßung, Hachi. Also hier, das ist alles schon ziemlich am Wachsen. Und was wir jetzt hier noch einsammeln, von weiter weg. Hier hinten haben wir noch Kürbisse und unser Getreide. Ja, Storing Wheat, da kommt's. Da drüben haben wir Ginger und Echinacea. Ah, da kommt unsere Echinacea-Flower und Garlic, also der Knoblauch. Also das wird jetzt hier alles gesammelt und dann hier eingepflanzt. Das ist super. Da oben haben wir Elderberries und jetzt müssen wir hier mal schauen, wenn sie das ein kleines bisschen beruhigt hat, dann holen wir uns mal die Elderberries von da oben noch. Hier wird noch Holz erforscht und vielleicht sollte man da noch einen zweiten Forscher drauf ansetzen. Hier haben wir schon unsere erste Hacke. Und irgendwo wird auch, ja, irgendwo wird hier auch die Ding erforscht. Hier ist jetzt der zweite Baumstamm. Okay, super. Ginger Root. Ah, Ginger. Haben wir eigentlich Ginger angebaut hier? Ja, haben wir. Turmeric. Da kommt unsere Echinacea. Hier ist Ginger. Okay, da haben wir sogar noch eine mehr. Das heißt, Ginger bauen wir noch eine mehr an. Zack, schupp. So, dann haben wir hier Flex. Okay, da ist der erste jetzt schon tatsächlich gewachsen. Und hier drüben haben wir unsere Kürbisse. Super. Und da ist Turmeric. Da haben wir nur 3. Da fehlt uns noch eine. Aber das ist noch eine Frage der Zeit, bis die nachgewachsen ist. Und hier werden schon die 9 Beetroots gepflanzt. Und da wird schon unser
Getreide gepflanzt. Super. Also, ja, da kommt schon das nächste. Und irgendwo da hinten müsste noch eins sein, das dritte. Und wir warten jetzt eigentlich nur ein bisschen darauf, dass, ja, die drei Getreide sind da, dass unser Holz erforscht wird. Ja, das geht schon ganz gut. Mit Brettern und so weiter. Und irgendwo müssten auch unsere Speere erforscht werden. Ja, wir schauen mal. Ich gebe es nochmal in Auftrag. Und auch da gebe ich es nochmal im Auftrag. Die Pickaxes, dass wir die. Können wir die schon bauen? Ne, die können wir noch nicht bauen, ne? Ne, wir können nur die Hatchets können wir bauen. Die Hatchets können wir bauen. Okay. Ja, wir brauchen noch Flax-Twine. Da ist jetzt die Frage, haben wir da genügend? Ja, da haben wir noch genügend. Aber die brauchen wir auch. Das heißt, wir sollten hier tatsächlich hier drüben nochmal Flachs ernten. Wir sollten hier tatsächlich nochmal Flachs ernten, damit wir Flachsschnüre haben. Ja. Weil die brauchen wir jetzt tatsächlich. Ja, da wird unser Wald angepflanzt. Super. Und jetzt wird es hier, nachdem die Bambus weg sind, auch ein bisschen übersichtlicher, ne? Hier haben wir die Bananen. Da füllen wir die Lücke hier noch auf, denke ich, dass das also passt. Hier oben haben wir die Orangen. Und hier können wir tatsächlich. Rots in a few days. Ja, wir ernten noch nicht genügend. Das ist das, was jetzt hier wichtig ist, dass wir unsere Beetroots so schnell wie möglich an den Start kriegen. Dass wir die, wenn wir da mal ernsthafte Mengen haben, dann können wir kompostieren. Dann können wir tatsächlich kompostieren und dann haben wir Dünger, weil Dünger werden wir brauchen. Hier liegt zwar jede Menge rum im Moment, aber das können wir auch nur einsammeln, ehrlich gesagt. Jo, und sobald wir jetzt hier. Wie gesagt, das Holz abgearbeitet haben. Jetzt, was wollte ich jetzt? Ich wollte die Statistik anschauen, wie viel Sapiens wir sind. 20. Und wir haben immer noch Bettenüberschuss 38. Okay. Also da ist noch Ding. Wir müssen auch schauen, sobald wir also an die Grenze kommen, müssen wir schauen, dass wir hier genügend Bretter haben, weil als nächstes möchte ich dann ganz gerne feste Unterkünfte bauen, also Häuschen aus mindestens Holz. Stein werden wir uns noch nicht so leisten können im Moment. Wir können, weil ehrlich gesagt brauchen wir da Metallmeißel und Metall wird noch ein bisschen auf sich warten lassen. Irgendwo hier haben wir auch gegraben, dachte ich. Ja, hier. Hier haben wir gegraben. Da kommt Stein, Rock. Und hier drüben ist wahrscheinlich nur Erde zum Vorschein gekommen. Das heißt, ja, wir graben hier einfach nochmal. Wir graben hier nochmal. Und das ist ein Boulder, den können wir dann abbauen. Und wir graben hier mal ein bisschen weiter drüben. Graben wir auch mal. So, es geht um zwei Dinge. Einmal möchte ich gerne herausfinden, ob hier irgendwo Ton ist. Und das zweite ist natürlich Erze suchen. Ne? Wir haben jetzt hier leider keine so hohen Hügel in der Nähe. Also hier drüben sehen wir zwar, der Hang liegt frei, aber das ist Sand. Das ist Sand hier. Das heißt, wir sehen, da haben wir also jede Menge Sand. Aber wir sehen hier nirgendwo Erze. Da sind nirgendwo Erze. Das heißt, wir müssen da systematisch nach Erzen suchen, nach Ton und nach Erzen. Hier ist ein Patch. Ah, okay, das ist schon das Dorf, das hier ist. Und die haben hier Kupfer und die haben
Zinn. Ja, und hier gibt es auch jede Menge Kupfer und jede Menge Kupfer. Okay, aber das ist ein bisschen weit weg von uns, ne? Also wenn wir hier da mal schauen, das ist eine ganze Hausnummer, weit weg. Also da können wir jetzt im Moment, kommen wir da nicht ran. Das wäre ein bisschen vermessen. Wir könnten überlegen, später mal, dass wir irgendwie mit Kanus hier rüber und uns zum Beispiel sowas wie hier erschließen. Da mal Kupfer und Zinn. Aber da sieht man also schon, das ist eine ganze Ecke weit weg. Hier gibt es ein bisschen Kupfer. Also es gibt schon Kupfer und es gibt hier auch wahrscheinlich irgendwo Zinn. Aber hier in unmittelbarer Nähe bei uns nichts. Und da würde ich jetzt mal einfach so ein bisschen punktuell graben und mal schauen, ob wir da irgendwas finden, ne? Ob wir da ein bisschen was finden, zufälligerweise. So, Breakstone nearly complete. Woodworking. Okay, super. Das hat hingehauen und wir haben hier 20 Flachs. Und da können wir jetzt natürlich Flachsschnüre draus bauen. Das sollten wir sofort machen, weil wir brauchen dann spätestens, wenn wir Speere bauen, brauchen wir jede Menge Flachsschnüre. So, wir können jetzt Wood. Wir schauen mal Sapiens. Wir schauen mal, was können wir denn jetzt bauen? Build. Na, noch nichts wirklich. Wir haben jetzt erstmal Bretter und jetzt können wir hier nochmal erforschen. Und da läuft er schon los und wir setzen noch einen zweiten an drauf. Und hier haben wir die Forscher für Speer und. Jo. Was ist hier? Ah, der braucht drei Splitlocks. Das heißt, da müssen wir nochmal. Das können wir auch nochmal erforschen. Und wir können hier nochmal Splitlocks bauen. Machen wir mal vier zum Erforschen. So, und das nächste wird dann. Also wir haben noch nicht so viel Holz, dass wir jetzt schon irgendwie großartige Bauten bauen können. Da brauchen wir einfach zu viel Holz. Ich meine, wir haben uns hier ein bisschen die Lichtung gesucht, weil wir hier die Bananen in Reichweite haben. Das war auch sehr hilfreich für den Start. Aber der Nachteil ist, dass wir hier in unmittelbarer Reichweite jetzt natürlich kein Holz haben. Der Wald ist zwar da hinten relativ ergiebig und auch da, aber das ist ein bisschen ein weiter Weg, um Holz tatsächlich zu holen. Und deswegen würde ich da warten, bis wir tatsächlich hier, bis der Wald aufgewachsen ist. Und da können wir jetzt immer sagen, wenn wir den abholzen, dann sagen wir immer, bitte Baum fällen und gleich neu pflanzen. Und daneben pflanzen wir dann jeweils eine neue Reihe. Das heißt, ja, da wächst unser Wald langsam auf. Und wir können hier zum Beispiel sagen, hol mal die Pinecones. Und wir könnten hier nochmal Pinecones holen. Das da und das da. Und hier auch nochmal Pinecones. Und wo haben wir denn noch einen in der Nähe? Hier. Das ist jetzt kein Riesenweg. Wie schaut es hier aus? Dann nehmen wir uns vielleicht mal die hier in der Nähe noch mit. Ja, da holen wir uns noch die Pinecones. Da decken wir uns jetzt schon mal ein, weil im Moment haben unsere Sapiens ja eh nicht so viel zu tun. Ich bin im Moment nur ein bisschen, müssen wir warten, bis einfach unsere angebauten Sachen hier aufwachsen, bis wir die vermehren können. Knoblauch, die Kräuter und so weiter. Aber was wir vordringlich noch brauchen, ist Marigold. Wir brauchen noch mindestens Marigold und die Aloe. Aloe ist jetzt noch nicht so wichtig, weil wir weder einen Kiln, also einen Brennofen am Laufen haben, noch ein Lagerfeuer. Also die Gefahr, dass sich jetzt irgendjemand verbrennt, ist relativ gering. An der Fackel, glaube ich, geht es auch, aber sehr selten. Aber Verletzung ist natürlich ein Thema und Virus über kurz oder lang. Das heißt, wie immer am Anfang, wir brauchen Medizin und da würde ich jetzt einfach ein Kanu losschicken, Kanu bauen und Kanu losschicken. Und dann
Wir müssen ein bisschen schauen, dass wir hier weiterhin das Heu. Wir können das Ding noch verlängern hier und nochmal Betten dran bauen, wenn es denn notwendig wird. Ich würde aber gerne darauf verzichten und die nächsten Häuser, die nächsten Betten schon in einem festen Haus bauen, dann, wenn es denn soweit ist. So, dann haben wir hier, das ist Dünger, den brauchen wir jetzt im Moment noch nicht. Das ist auch der Vorteil, wir sind hier durchgehend auf Rich Soil. Also wir haben fruchtbare Erde hier. Das ist also eine tolle Sache. So, und hier wird schon erforscht. Ja, also die Erforschung von Holz und diesen ganzen Kram, die braucht jetzt Zeit, ne? So, wir haben hier 24 Pinecones. Dann können wir die Zeit nutzen und hier inzwischen unseren Wald aufbauen. Pine Trees, wir pflanzen nur die hohen. 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dann machen wir noch eine dritte Reihe. 14, 5, 15, 16, 17, 18. Ups, der war ein bisschen weit daneben hier. Den könnten wir nochmal wegnehmen. Jetzt habe ich vergessen. 18. Ich glaube, ich war bei 18, 19, 20, 21, 22, 23. Dann wäre das 24. Wir schauen mal, ob am Ende was überbleibt. Okay, so. Ja, im Moment warten wir auf unsere Forscher. Also hier wird nochmal ein Stamm untersucht, ein Baumstamm. Ich vermute, es gibt dann die Log Drum. Die Log Drum. Und wir haben eigentlich schon, haben wir nicht einen Knochen schon untersucht? Das heißt, wir müssten eigentlich hier, doch, wir können schon eine Flöte bauen, ne? Wir könnten hier aus Knochen, aber wir haben keine Knochen im Moment. Das war nur ein Knochen, den wir gefunden haben. Das heißt, also eine Flöte geht sich jetzt nicht aus, solange wir nicht irgendwo noch einen Knochen finden. Oder bis wir tatsächlich die ersten Alpakas jagen können. Ah, hier sind Hühnchen. Die könnten wir natürlich auch jagen. Boah, mal schauen. Mal schauen. Hühnchen. Ja. Ja, und dann müssen wir demnächst mal da oben uns die Elderberries holen. Genau. Das ist noch so der Punkt. Tja, und ein weiterer kleiner Nebeneffekt jetzt technisch gesehen ist, dass dadurch, dass wir so schnell sind, vergeht auch der Tag, glaube ich, ein bisschen schneller. Das heißt, die Episoden werden ein bisschen kürzer insgesamt, aber ich würde mich trotzdem, solange es möglich ist, so ein bisschen an diesen Tag-Nacht-Rhythmus der Sapiens hier halten und würde sagen, immer eine Episode, eine Folge hier, ein Tag, den wir haben. Das finde ich ist eine schöne Sache. Und wenn es ein bisschen kürzer wird, so 25 Minuten statt irgendwo 35 bis 40 Minuten, dann ist es vielleicht auch ganz angenehm, weil dann kann man einfach mal nebenbei so eine Folge auch sich anschauen. Verbraucht einfach nicht so viel Zeit, ne? Es ist nicht so viel Zeit, die da durchläuft. Insofern, ja, passt. Und ja, das wird hier noch gepflanzt. Da haben wir zu wenig Licht, aber das kommt noch. Gut, ja, hier müssen wir eben jetzt noch warten, bis die Untersuchung fertig ist. Warum er hier kein Licht hat, weiß ich nicht. Der Add a Torch, ja, gut, die ist eigentlich hier gleich nebenan im nächsten Feld. Also ich weiß es nicht. Da ist scheinbar beim Server andere Einstellungen als beim Singleplayer. Vermute ich jetzt mal.
Weil das ist auch so eine Sache, die ich festgestellt habe. Also wir haben zwei Unterschiede zum Surfer. Einmal, dass hier Outside ist, obwohl ein Dach drüber ist. Das ist hier alles Outside, nur diese Bananen, der Bananenspeicher hier, der ist Inside. Der ist Inside, das ist der einzige. Das heißt, wir haben aber schon alle Bananen aufgegessen. Das fällt mir jetzt gerade auf. Dann müssen wir hier uns neue Bananen organisieren. Und ich würde sagen, wir machen mal die unteren hier. Sonst werden die Sapiens hungern morgen. Wir sind leider noch nicht so weit, dass wir hier Getreide haben, ne? Und dass wir hier die Beetroots am Start haben. Die brauchen noch ein bisschen. Naja, also mal schauen. Das wird schon. Das wird schon. Wir brauchen hier hinten noch irgendwie Fackeln, habe ich das Gefühl. Ja, gut, dann würde ich sagen, ein Tag ist wieder schnell vergangen. Wir holen uns nochmal die Bananen, wir pflanzen den Wald an und wir, denke ich, holen uns die Elderberries da oben am Hügel. Die brauchen wir. Die sollten wir noch haben. Die ernten wir und tragen uns die einfach runter. Man könnte jetzt einen Schlitten hinschicken, aber ich glaube, das ist einfacher, wenn wir es tragen. Wenn wir da drei, vier Sapiens hinschicken, die das Ganze dann runtertragen. Und dann pflanzen wir uns die hier unten irgendwo noch an, wo wir ein bisschen Platz haben. Ja, dann würde ich sagen, wie immer, ich wünsche euch viel Spaß beim selber zocken. Und freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid, hier auf dem Wommel 300 Surfer. Und vielleicht habt ihr ja Lust, mit einzusteigen auf den Surfer. Tja, meldet euch einfach. Lasst mir einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal.